Sind große Aktien besser? Wir stehen hier auf dem Grund, wo früher ABB gestanden ist. Heute braucht ABB nur noch gerade diese Glasbüros hinter mir. ABB war einst mal ein großes, sicheres Unternehmen, ein Blue Chip. Und dann kaufte ABB ein Asbestosunternehmen. Das hat ihnen Kopf und Kragen gekostet. Glücklicherweise gibt es ABB auch heute noch. Andere Unternehmen gibt es nicht mehr. Denken Sie an Swissair. Und sogar UBS hatte fast eine lebensbedrohende Erfahrung in der Kreditkrise. Glücklicherweise gibt es UBS auch heute noch. Nicht nur in der Schweiz kann es sein, dass große Unternehmen Schwierigkeiten kriegen. Sehen Sie doch Amerika an, zum Beispiel Kodak oder Enron, beide Unternehmen gibt es heute nicht mehr. Und das war nicht nur früher so, sondern auch heute noch können große Unternehmen auch große Probleme haben. Denken Sie an Nissan oder Toshiba. So, große Unternehmen sind nicht unbedingt besser, aber große Unternehmen haben ein paar wirklich gute Vorteile. Bei Großunternehmen sind sie nicht alleine. Neben ihnen gibt es auch noch andere Investoren, oft Großinvestoren. Und dann gibt es noch das Managementteam und auch der Verwaltungsrat. All diese Parteien wollen nur eins, nämlich den Erfolg des Unternehmens. Sie sind also nicht alleine in diesem Interesse. Und dann haben Großunternehmen den Vorteil, dass deren Geschäftsmodelle bewährt sind, dass also schon über Jahrzehnte das Geschäftsmodell am Markt funktioniert, mit ganz wenigen Ausnahmen wie zum Beispiel Facebook und Google. Großunternehmen haben also Vorteile, sie können es aber noch besser machen. Kaufen Sie Aktien von verschiedenen Großunternehmen, damit sie diversifiziert sind. So verteilt sich das Risiko auf mehrere Unternehmen. Und prüfen Sie die Finanzkennzahlen. Obermatt macht das einfach. Verwenden Sie die Obermatt Value Ränge, um sicherzustellen, dass der Preis, den Sie für die Aktien zahlen, gut ist. Dass Sie also nicht zu viel für das Großunternehmen bezahlen. Und verwenden Sie den Obermatt Sicherheitsrang, um sicherzustellen, dass das Unternehmen nicht zu viel Risiko trägt. Dass also die Finanzierung des Unternehmens fragwürdig ist. Großunternehmen haben also Vorteile. Wenn Sie Unternehmen von verschiedenen Großunternehmen kaufen, also Aktien von verschiedenen Großunternehmen kaufen, und wenn Sie die Finanzkennzahlen mit den Obermatt Value- und Sicherheitsrängen prüfen.